Herr Danz, mit der Menschenkette heute Abend, was für ein Zeichen wollen Sie damit setzen? Also wir setzen ein Zeichen, dass wenige aus unserer Region, aus unserer Stadt in der Hinsicht ausländerfeindlich eingestellt sind, sondern die Mehrheit Fremde in unserer Stadt willkommen heißt, auch im Landkreis willkommen heißt. Und vor allem setzen wir ein deutliches Zeichen gegen Gewalt, auch wenn sie mit dem Einschlagen von Fensterscheiben beginnt. Wir wollen vom Kern her ganz deutlich sagen, dass wir denjenigen, die sich also auf diese niedrige Stufe des menschlichen Verhaltens begeben, von uns nicht toleriert werden. Es hat sich ja ein breites Bündnis verbündet, um diese Menschenkette zu bilden oder besser gesagt, um dazu aufzurufen. Wer ist denn da alles mit dabei? Wir sind sehr, sehr froh, dass dieser Gedanke, diese Menschenkette ab 17 Uhr zu bilden, vor dem neuen Asylbewerberheim ein Gedanke ist, der entwickelt wurde aus einem Gespräch, aus einem Dialog mit unseren Kirchen, mit der evangelischen Kirchgemeinde, mit der katholischen Kirchgemeinde, mit der Gemeinde der Sieben-Tage-Adventisten, dem Bündnis für Toleranz und Humanität, den Mitgliedern der Fraktion des Stadtrates, der CDU, der Fraktion Die Linke, der FDP und der Fraktion der Freien Wähler. Und von daher wird dieses Bündnis gemeinsam mit dem Landrat und der Landkreisverwaltung von einer sehr, sehr großen Breite und Tiefe getragen. So eine Menschenkette ist natürlich ein sichtbares Zeichen, aber auch ein temporäres Zeichen, welches sich schnell wieder auflöst. Was macht denn die Stadt Kamenz, um rechtsradikalem Gedankengut entgegenzuwirken? Zunächst müssen wir uns eingestehen, dass es Menschen gibt, die Ängste haben, Vorbehalte haben. Mit denjenigen wollen wir ins Gespräch kommen. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass es nur sehr wenige sind, die vom Kern her eine gewisse Ausländerfeindlichkeit in sich tragen. Und jenen gegenüber müssen wir auch sehr konsequent gegenübertreten. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, diejenigen, die also dieser Feindlichkeit vom Kern her das Wort reden, dass wir diejenigen missionieren müssen, sondern vielmehr ist der Rechtsstaat gefragt, ist die Zivilgesellschaft gefragt, deutlich zu sagen, dass wir anders denken und dass wir vom Kern her unsere Werte auch bereit sind zu verteidigen, ob das in Dresden der Fall ist oder eben in Kamenz. Es ist so, dass man selbst aktiv werden muss. Dann hoffe ich einfach mal, dass sich möglichst viele Menschen, viele Kamenzer heute Abend vor dem Asylbewerberheim in Kamenz in der Macherstraße versammeln und ein Zeichen setzen gegen Rechtsradikalismus. Vielen Dank, Herr Danz. Wir freuen uns und ich denke, uns gelingt ein sehr sichtbares Zeichen.